Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mittelerde Mordors Schatten. Und ich hatte gerade ein paar Startschwierigkeiten mit meiner Xbox, aber es lag einfach nur daran, dass ich richtig dämlich bin. Und zwar bin ich in den Eingang reingegangen, anstatt in den Ausgang. Und somit habe ich die Xbox nicht zum Laufen gebracht. Ja, und dafür habe ich jetzt eine Stunde verbraucht, um diese Erkenntnis zu haben, dass ich in den falschen Eingang gegangen bin. Aber gut, was soll's. Die Folge kommt mir jetzt ein bisschen später, aber ihr seid es ja schon gewohnt bei mir, dass viele Folgen in letzter Zeit ein bisschen später kommen. Von daher, was soll's. So, wir wollen jetzt als nächstes natürlich den nächsten Häuptling erledigen. Dafür gehen wir dahin, das ist ja der schwächste von allen. Und hoffentlich kriegen wir das hin. Ich bin gespannt. Aber dadurch, dass ich gestern ja gespielt habe, bin ich endlich wieder drin. Komm, wir laufen hier einfach mal vorbei. Ich glaube, da hat sich etwas bewegt. Nein! Du glaubst, da hat sich was bewegt? Kann gar nicht sein. Ich laufe gar nicht. Ich schwebe. Und ich bin der schwebende Tod. Wenn mir jemand mal entgegenkommen würde. Was aber niemand tut. Was eigentlich gar nicht so schlecht ist. Ich laufe übrigens in die falsche Richtung. Dann klettern hier wie immer kackfrech hier mal rauf. Und provozieren ihn. Na, du Kackbratze. Oh, wir können ihn tatsächlich rauslassen so. Huch, nein, nein, was mache ich? Okay, wir sollten einfach laufen. Ich glaube, er ist schneller als wir, aber wir laufen trotzdem. Ah, er ist hinter mir her. Lasst mich durch. Okay, der Karagor wird sich mit denen beschäftigen, von daher alles gut. So, und wir haben übrigens eine neue Fähigkeit, die wollten wir erlernen, ne? Na gut, jetzt ist es zu spät, ich glaube, das ist ein Schleichangriff. Aber gut. War das, glaube ich, oder? War das ein Schleichangriff? Was haben wir da eigentlich letzte Folge gemacht? Letzte Folge haben wir gemacht. Da. Reihe Schattenangriffe aufeinander. Okay. LT plus A gedrückt halten oder LT plus X gedrückt halten. Ah, das Video muss ich mir mal von Anfang an angucken. Das werden wir gleich mal testen. Aha, ich gehe also mit dem Pfeil hin. Und ersteche sie. Okay. Okay, okay. Das kann man machen. Das ist ja wohl nicht das Problem, oder? Schauen wir mal, dass wir irgendwie jemanden zusammenkriegen. Ja, der da oben bringt uns nichts, aber den können wir trotzdem da runterholen. Weil ich kenne Leute mag, die erhabener sind als ich. Wie sollst du da runterziehen? Ja, irgendwie... Gut. Ich glaube, damit kriegen wir Elbengeschosse und so, ne? Der Knüller ist das jetzt nicht, aber gut. Ach cool, Seilritze. Rutsche. Rutze. Die Seilritze. Neu im Handel. Nur auf Zero.com. So, da hinten ist auch unser Lager, wo wir hin müssen. Zu dem nächsten, aber den holen wir auch nochmal runter. So. Das war's. Gut, ich verstehe. Warte, ich muss nochmal gucken. Ich glaube, ich verstehe nämlich entweder LT oder LT. Okay, ich verstehe nicht. Alles gut, ich verstehe es nicht. Ich hätte gedacht, okay, Schleichangriff ist ja mit X. Dass es möglich ist, RT zu drücken und X. Aber da steht ja zweimal LT. Von daher, gut. Muss man noch nicht ganz begreifen. Was bist du? Ach ne, Blümchen, da ist ein Blümchen. Und hier liegen überall noch diese Runen herum. Wenn wir mal dran vorbeikommen, nehmen wir die auf jeden Fall mit. Ich weiß aber nicht, ob wir noch dran vorbeikommen. Ich habe auf jeden Fall keine Lust, eine ganze Folge damit zu verschwinden, einfach nur herumzulaufen und Sachen einzusammeln. Hinter wem warst du her? Achso. Ich dachte, wo geht der hin? So. Überfalle Orta der Beobachter, indem du dich in seine Festung schleichst. Okay. Er ist zu ängstlich für einen direkten Angriff. Finden wir einen Ort, von wo wir zuschlagen können. Okay, ich darf nicht entdeckt werden, das ist nicht gut. Ich mag es nicht entdeckt zu werden. Aber gut, wir kriegen das schon irgendwie hin. Ist ja gar kein Problem. Wir sind in allen Schleichkünsten trainiert. Auch wenn es nur ein Skyrim ist. Was wird ausreichen? Bleichhaut, ich beobachte dich. Versuch gar nicht erst Dummheiten anzustellen.
Wenn wir jetzt... Okay, das sieht komisch aus. Das Ding kaputt machen, ne? Passiert nix. Wir müssen da hinten rüber. Derjenige, der mich stört, ist der da hinten. War das ein bisschen laut? Ich glaube nicht. Okay. Können wir hier runter? Und am besten hier hoch. Ah, der Typ ist da noch ein bisschen assig, ne? Der wird uns sehen. Der wird uns sehen, Freunde. Wenn wir darüber gehen. Ist er tot? Ich glaube, der ist tot. Okay. Andere Richtung. Nein! Na, was machst du denn? Ja, so will ich mich fallen lassen. Ganz genau. Okay, niemand sieht mich. Ich mag sowas nicht, wenn ich mich gezwungen fühle zu schleichen. Wenn ich mich nicht gezwungen fühle zu schleichen, dann klappt das viel besser. So, noch einer weniger. Ich glaube, da oben sein, ne? Hm. Oder zumindest irgendwo in der Nähe. Der Hauptmann berichtete, dass sich der Waldläufer in der Gegend aufhalten könnte. Haltet also Ausschau und seid bereit, Alarm zu schlagen. Okay, versuchen wir es. Ja, das lief schon mal ganz gut. Haben wir hier irgendwelche Wachen, die einen auf Dicken machen könnten? Der da unten wird wohl keine Probleme machen. Sehr schön. Udo nervt langsam. Nie ist Grog hier. Hab gehört, wir würden woanders hingeschickt. Aber wir sitzen immer noch hier fest. Wie komme ich da jetzt rüber? Auf dem Seil, ne? Auf dem Seil ist gut. Auf dem Seil ist richtig gut. Frage ist, ob ich diesen Beobachter da töten sollte. Ich glaube, wenn ich da langlaufe, sieht er mich auf jeden Fall. Und da steht auch noch einer. Aber ich glaube, der wird kein Problem sein. Ja, wir sind schon da. Alles gut. Ist erschienen. Oh, da. Oh Gott, sieht der scheiße aus. Okay, nähern wir uns ihm am besten. Das ist nicht gerade leise, aber gut. Okay. Ich komme! Oh, das war easy! Wie ich es erwartet habe. Haben wir beim anderen das Symbol eingesammelt? Oh, da war... Was? Wo? Er ist zurück, Freunde. Er ist zurück. Gronkh ist zurückgekommen, um mich zu peinigen. Ah. Wieso bist du zurück? Er ist auferstanden von den Toten. Guckt ihn euch an, der ist tot. Der ist für mich aufgestanden. Warum tut das was? Wieso steht Gronkh wieder auf, um mich zu ärgern? So, laufen wir erstmal weg. Huch, wer ist denn das da hinten? Oh nein! Das ist Gronkh! Komm her, du Arsch! Du wirst mir nicht entkommen! Scheiße, ich muss ihm hinterher. Da steht einfach wieder von den Toten auf. Okay. Er ist entkommen. Gronkh, du Arsch. Einfach von den Toten aufzuerstehen, um mich zu ärgern. So läuft das aber nicht. Und wieso ist da jetzt plötzlich eine zweite Wache?
Okay, Freunde. Unser heutiger Auftrag, Gronkh töten. Ein zweites Mal. Das ist ja echt seltsam. Aber gut. Ich nehme es jetzt einfach mal so hin. Dann laufen wir halt zu ihm. Wieso laufen wir überhaupt? Wir können uns auch teleportieren, oder nicht? Obwohl, er ist hier um die Ecke, ne? Und wir sind... da. Ja gut, wir sind schon fast da. Wir sind schon fast da. Der Typ muss jetzt leiden. Das gibt's hier mal gar nicht, ey. So, hier lang müssen wir, ne? Dann laufen wir mal hier einfach vorbei. Ah, hier hört niemand was. Halt! Ich hab gedrückt gehalten. Was zum... Okay, okay, wir müssen das noch öfters trainieren. Hi, oh, jetzt lass mich mal in Ruhe, ich bin hier am Weglaufen. Kacken frech, die Jungs hier. Ihr solltet lieber weglaufen, habt ihr das gesehen? Nein? Dann solltet ihr das hier mal sehen. Lauft ihr jetzt weg? Gar kein Problem. So, lieber Ronk. Ups, Kamera? Nein, ich will nicht in die Kamera. Weg. Wo ist der Gronkh? Läuft der jetzt endlich weg? Ja, läuft weg. Wir müssen Gronkh finden. Wo ist der Arsch? Was ist das da oben? Keine Ahnung. Wieso ist da was explodiert? Okay, okay, okay. Um mich herum explodiert alles. Das macht es nur epischer. Da hinten läuft er noch. So, wir suchen gerade Gronkh. Nein, ich bin nicht in die Kamera. Wo ist denn der? Sehen sollen, was einer dieser Jäger gestern mit einer Bleichhaut angestellt hat. Ich hab's gehört. Er hat den Speer so fest geworfen, dass er ihn... Da war doch ein Geräusch. Da wird ein Freund mal massakriert. Ja, wir suchen ehrlich gesagt gerade Gronkh und ich drücke die ganze Zeit die falsche Taste. Wir laufen hier einfach mal durch die Gegend und suchen den. Das akzeptiere ich jetzt mal gar nicht, dass er hier noch lebt. Ich sehe nur nichts. Das ist das Problem. Oh, zu den Karogan laufen wir mal nicht. Wo ist denn der? Ich glaube, die Karogan sind hinter mir. Nein, sind sie nicht. Ich verstehe es nicht. Wo hängt der denn rum? Oh, Gronkh. Kannst dich nicht vor mir verstecken. Wo bist du? Wo bist du? Ich verstehe das nicht. Der ist aber weg. Er ist einfach weg. Weißt du, wenn man die mal sucht, sind sie einfach nicht da. Jetzt ist er da hinten. Okay, da hinten hat er uns das Symbol gezeigt, dass er ist. Also muss er da hinten auch irgendwo sein. Nichts. Dessen Kopf sollte auf einen Speer aufgespießt werden. Hallo Gronkh, mein Freund. Gronkh. Wieso bist du wieder da? Ich schnapp ich mir, ey. Huch! Du Mann! Du dachtest, ich sei tot. Doch wir beide haben noch einen Kampf vor uns. Ja, ich hab gedacht, du wärst tot. Aber anscheinend bist du es ja nicht. Aber das ändern wir gleich mal. Zack! Einmal so. Zack! Einmal so. Das hast du schon versucht. Zack! Das hast du davon. Einfach wieder aufzustehen.
Auch noch Gronkh, ne? Es ist vollbracht. So. Das hätten wir erledigt. Das ist gut. Gut, wir haben nicht mehr genug Zeit, um den nächsten zu machen, aber wir können, was ist das denn? Duell? Die stehen alle wieder. Na gut, ja gut, jetzt dürfen wir wenigstens wieder sterben. Wir können das positiv sehen, wir dürfen sterben. Hauptsache, ich habe den hier getötet. Mir ist mir egal. Meinetwegen kann da noch 50.000 Gronkhs kommen, Hauptsache der erste Gronkh ist wieder tot. Gut, würde ich sagen, da der hier näher dran ist, gehen wir mal dahin. Neues Ziel. Nächster Häuptling. Naja, wir werden unterwegs schon die ganzen Hauptmänner finden oder werden wir sie einzeln töten. Wissen wir ja schon, dass die immer uns entgegenkommen. Da stehen da einfach wieder auf. Hallo? Zack! Und dann laufen wir mal. Ach, ich will über Steine springen. Ja! Okay, ich hab's verkackt. Eine Spinne! Ja! Ja, ich hab's geschafft! Wuhu! Top Speed! Top Speed! Yeah, oh, wir sind schon da. Ha, könnt ihr mal sehen, wie schnell das geht. Terrorisiere den Liebling von Hast du nicht gesehen, um Hast du nicht gesehen rauszuholen. Dieser Uruk bedeutet dem Häuptling etwas. Töte ihn und warte auf unseren Feind. Okay. Hoppla. Wir sollen ihn terrorisieren, das heißt Y. Ja, gut, danke, dass ihr mir nochmal einblendet. Ist ja nicht so, als wäre ich intelligent genug, um das herauszufinden, dass Terrorisieren Y ist. Woo. Huch! Was? Ich, du! Früher oder später werden wir dich töten. Wieso sollten wir es hinauszögern? Kommt einfach auf mich. Zugescheißert, was ist denn hier los? Was ist denn mit dir nicht in Ordnung? So, jetzt hast du den Typen verschreckt. Was soll denn das? Ey, ich hab Y gedrückt. Erzähl keinen Scheiß. Ich hab schon wieder Y gedrückt. So. Jetzt zieh durch. Au. Okay, okay, du konntest. Ach, das ist ein Berserker, deswegen ist er neu. Jetzt zieh dich. Bereit gegen uns alle zu kämpfen. Sicher. Das war's. Ach cool, jetzt können wir seinen Kopf sehen. Der zittert ein bisschen. So, darf ich jetzt den Typen terrorisieren? Ja? Steht er da immer noch? Ach, da steht er immer noch. Als wäre nichts gewesen. Oh. Seltsam, dass die mich nicht gesehen haben, aber gut. Ich will das Ding haben. Haha, hat niemand gesehen. Okay, da hinten ist der Typ. Vielleicht da jemand umher. Warum merken die das jedes Mal? Ey, du warst doch gerade hier um die Ecke. Jetzt bewegt er sich ja noch. Wie der immer noch steht. Ich glaube, der Auftrag scheitert, wenn er stirbt. Wir sollten schnell mal hin. Nein, nicht töten! Töte die nicht! Ja, ich habe die nicht terrorisiert, aber ich habe ihn auch nicht getötet. Och man. Wie 3 von 4 getötet. Haben wir echt schon 3 Häuptlinge getötet?
Was? Achso, klar. Ja, ja, okay. Gut. Dann halt auf ein neues. Aber an den Karagor vorbei. Ich will mir das jetzt nicht antun. Wieder da oben Schild, währenddessen seine Freunde unten zerfetzt werden. Aber gut, jedem das seine, ne? Jedem das seine, Freunde. Also sollst daran vorbeispringen. Jetzt nach hinten springen. Spring! Ah, dann lass dich halt fallen. Gut. Dann würde ich sagen, Freunde. Verabschieden wir uns doch für heute und widmen uns morgen den Häuptling erneut. Diesmal ohne die Karagor zu beschwören. Und ohne dass Gronkh noch einmal zurückkehrt. Wenn der noch einmal zurückkehrt, na, dann drehe ich durch. Allein schon, dass er wieder zurückgekehrt. Ausgerechnet er ist zurückgekehrt. Und das finde ich mal eine gackendreiste Frechheit. Mann, und jetzt sind, oh nein, jetzt sind auch noch die ganzen Hauptmänner da. Gut, wir haben einen getötet, aber trotzdem sind da noch ein paar Hauptmänner. Wir werden die ja früher oder später schon sehen. Die werden uns entgegenlaufen und uns versuchen zu töten und dann passiert das, was wir gerade mit dem anderen gemacht haben. Einfach abgeschlachtet haben wir ihn. So sieht es nämlich aus. Und aus diesem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder, wenn wir uns dem nächsten Häuptling widmen, den Krück, der Grausame, auch ein seltsamer Name, genauso wie Lorum, der Schwarzlinge oder Schwarzling einfach nur. Und wie es mit Redback aussieht, weiß ich nicht, sein Aufenthaltsort ist auch unbekannt. Mysteriös. Wir sehen uns morgen wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.